Hallo, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Wolf mit einem weiteren Hearthstone-Highlight. Es ist wieder Talk-Waggle-Zeit. Diesmal haben wir ein Druid vs. Druid-Match gehabt, was ziemlich krass ist, denn wir haben die Möglichkeit, bei einem solchen Control-Match, ja, also es war ein Jade-Druid, und Jade-Druid ist Control und mein Deck ist Control, alle haben zigtausend Armor und dann wird es irgendwann kompliziert. Richtig heftig, und warum das Match ein Highlight wert ist, ist folgende Situation. Der Jade Druid hat die Möglichkeit, durch seine Karte Jade Idol mein Deck zu kontern tatsächlich. Wie macht er das? Ganz simpel. Er hat eine Jade Idol Karte auf der Hand, nachdem der Doppelswap passiert ist, und kann dann einfach wieder Jades in sein Deck shuffeln, und das natürlich unendlich lange. Das heißt, Jade Druid ist der perfekte Konter gegen mein Deck. Und ich weiß, ich verliere das zu 100%, weil nach dem Shuffle, wie gesagt, muss er nur ein einziges Jade Idol in sein Deck packen und dann gewinnt er das. Weil anders, eine andere Win-Condition habe ich nicht. Und wie krass das ist, was da für ein Match draus resultiert, das solltet ihr euch jetzt unbedingt angucken. Lunara versus Lunara. Alter, ich wollte gerade sagen, warum leuchtet die so? Das ist so kompliziert, dass ich bis heute... Okay, steht 2-0 gegen Druid. Das werden wir wohl hinkriegen. Nein, dich behalte ich. Das ist so kompliziert, dass ich bis heute nicht sagen könnte, ob es morgen wirklich 100%ig klappen wird. Aber ich habe natürlich eine Notfalllösung für den Fall, dass es nicht funktioniert. Also technisch gesehen nicht funktioniert. Wird natürlich trotzdem irgendwas anderes kommen. Aber ich werde mich heute gleich noch den ganzen Tag dran setzen. Deswegen muss ich ja auch leider um 16 Uhr schon wieder verschwinden. Sad but true. Also ich kann das nachvollziehen. Ich mag Combo-Decks. Aber wenn ich gefühlt der einzige Hearthstone-Spieler bin, der das... Auch wenn ich gefühlt der einzige Hearthstone-Spieler bin, der sagt, Combo-Decks mögen. Hm, ich verstehe. Hallo Lizzie und hallo EP, grüß euch. Ja, da machen wir mal nicht viel. Also Druid ist halt auch Combo. Ich spiele gegen QWERTY. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Hadranox Druid vielleicht? Oder ein Spiteful Druid? Hallo Apex? Oder ein Jade Druid? Nein, es könnte. Jade Boston wird im Wild auch so gespielt, auch bei anderen Combo-Decks. Es geht voll klar. Was ich nicht abkann, sind diese Murloc-Decks. Die mag ich auch nicht. That's sad. That's fucking sad. Aber... war Gott sei Dank eine Lösung für. Weil der darf nicht auf dem Feld bleiben. Kari! Vielen lieben Dank für den Host. Ich weiß nicht, ob das bei dir aus ist, aber Host-Alerts gehen heute nicht von Tippi aus. Die einzigen Alerts, die heute gehen von mir, sind Subs. Warum auch immer. Dankeschön für den Host, Kari. Danke dir. Okay, also er spielt... Vielleicht spielt er auch ein Talkwaggle-Deck. Könnte sein. Nur, dass er Jade Blossom spielt statt Ferocious Howl. Kann sein. Könnte aber auch das Maligos Druid-Deck sein. So viele Fragen. So wenig Antworten. Ich glaube, ich sollte rampen tatsächlich. Ich hatte jetzt überlegt, den Spellstorm zu spielen, aber ich sollte an der Stelle, glaube ich, rampen. Weil er ist mana-technisch ja schon ahead. Okay, er rafft das. Weiß nicht, ob sich das gelohnt hat zu raffen. Ich kann clearen. Ich kann clearen und werde kartenlos für... alte Manifestation. Weil Double Poison Seeds in der Hand haben ist schon mal richtig bad. Was ist das? Ist das ein Maligos Druid oder ist das tatsächlich auch ein Talkwaggle Druid? Gibt es ein cooles Dr. Boom Deck? Dr. Boom ist eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so playable. Ich kann im nächsten Turn Ultimate Infestation spielen. Ich glaube, das mache ich auch.
Armored. Das könnte tatsächlich ein Togwaggle-Deck sein. Scheiße, ich hab weder Aviana noch Kuh noch Asalina gezogen. Scheiße. Ja, Hakko, das weiß ich auch noch nicht genau, wie ein Mirror Match da aussieht. Ich weiß noch nicht, wie ich dagegen spielen würde. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wäre ich selbst ein bisschen überfragt. Ich muss jetzt aber Full Card Rock gehen, weil der, der die Kombo zuerst macht, ist doch wahrscheinlicher, dass er dann gewinnt, oder? Okay, Oaken Summons ist nicht schlecht, weil er das, weil das eine Karte rauszieht aus dem Deck. Ein Golem oder ein Stackheim, das ist okay. Nee, Logan, da, das meint Hako nicht, sondern wie gespielt wird, wie, was die Win Condition ist, wenn beide dasselbe Deck spielen, das darauf beruht, das gegnerische Deck wegzumachen. Aber er spielt jetzt Trick of the World Tree. Kann also doch sein, dass das ein normaler Control Jade Maligos Druid ist. Eine EP Dr. Boom muss man, nach einem Punkt macht man ein Leerzeichen. Das ist grammatikalisch so, das wird bestraft. Alle Sarix, grüß dich. Ja, aber das ist auch sehr gut. Ah, komm schon, was ist das? Sechs Karten, davon sind drei Combo-Pieces. Aviana, Kuhn und Asalina. Das ist ja belastend. Das ist echt einfach nur ein Shade Druid. Aber wenn ich ihm sein Deck klaue... Nein, wenn ich ihm sein Deck klaue, hat er actually eine Chance, weil er braucht nur ein Jade Idol auf der Hand. Jade Idol ist ein Konter von gegen meine Karte, fällt mir da gerade auf. Das ist ja echt da scheiße. Okay, Aviana und Asalina noch. Das sind zwei Karten, fünf haben wir noch. My thoughts are plagued. Und scheiße. Das heißt, Attack so. Poison Seeds. Und Golem. Wir machen das jetzt vor allem so, damit Karten wechseln, damit ich jetzt gleich Nourish spielen kann. Ich muss jetzt im nächsten Turn die Combo voll haben. Also ziehen können. Wenn ich Glück habe und er hat gleich kein Jade Idol auf der Hand, kann ich das gewinnen. Er darf kein Jade Idol auf der Hand haben. Hat er es doch, wird das ein Problem. Zwei Karten noch, ich kann es auf jeden Fall im nächsten Turn haben. Almost out of cards. Okay, ich hab's im nächsten Turn. Ich hoffe, er spielt jetzt alle Jade Idols aus, die er hat. Er darf keins auf der Hand haben. Ich weiß nicht, ob er dagegen spielt, ob er weiß, was ich tue. Oh, er zieht. Das ist immer wahrscheinlicher dann, dass er die Jade Idols hat oder dass er nochmal... Ne, warte, wenn er noch shuffelt, wäre okay. Er darf nur keins auf der Hand haben. Er darf nur keines auf der Hand haben.
Ist er clever oder nicht? Boah, das wird echt tough, Mann. Ah, es ist sehr wahrscheinlich, dass er es auf der Hand hat. Aber ich muss es jetzt machen, sonst bin ich raus. Ich muss es exakt jetzt machen. Join the path. Jetzt muss ich ihm sein komplettes Deck entziehen. Da ist ein Jade Idol, da ist ein Jade Idol. Nourish. Ich kann ihm nicht das komplette Deck entziehen. Death is eternal. My turn is not. Er hat kein Jade Idol auf der Hand. Er hat kein Jade Idol auf der Hand. Wir haben's. Nein, nein, Hakko, das, Mega Joe, das geht nicht. Ich kann nicht nochmal tauschen, wenn er Jade Idol hat. Wenn er jetzt tauscht, ich danach nochmal tausche und er dann shuffelt, dann bringt mir das gar nichts. Er kann, wenn er Jade Idol auf der Hand gehabt hätte, hätte er eine hundertprozentige Antwort auf meinen Gegentauschen gehabt. Aber er hat keins. Ich habe es tatsächlich geschafft, ihm alle Jade Idols zu klauen. Oder kann er jetzt noch eins ziehen? Scheiße, warte mal. Nein, weil das letzte müsste Jade Idol sein, weil er hat doch drei geschaffelt. Was passiert jetzt? Kuhn? Nochmal refreshen? Jade Behemoth? Er könnte noch wrathen. Er könnte die letzte Karte noch ziehen. Naturalize ist natürlich schlecht für mich, weil ich zwei Karten ziehe. Er muss wrathen. Er wrathet nicht? Das heißt, er will seine letzte Karte gar nicht. Ja, das ist interessant. Das ist interessant. Death is eternal. My turn is not. Da wir müssen's haben. Ich glaube, wir müssten es haben. Was ist jetzt seine letzte Karte? Ancient of War. Okay. Interesting. Er hat noch ein Poison Seeds. Ne, er hat das gespielt, das Poison Seeds, ne? Aber das kam nicht von mir. Er müsste jetzt auch noch Ultimate Infestation auf der Hand haben, was er nicht spielen kann. Also ich glaube, Jade Behemoth hat er noch, oder? Oder hat er den auch schon gespielt? Super verwirrend. Ne, er hat beide Jade Behemoths gespielt, nevermind. So ein kompliziertes Deck und so ein kompliziertes Matchup.
Wrath hatte noch. Ja, stimmt. Das ist das, was er hätte eigentlich nutzen sollen, um sein Ancient of War zu ziehen. Das wäre für ihn besser gewesen. Ich meine, klar, er weiß, dass ich Poison Seeds habe, aber... Moment mal, der klärt das alles weg? Ich meine, ich kann durch Fatigue rein theoretisch verlieren. Aber was hat er denn jetzt noch? Kann ich das noch verlieren? Sein Naturalize hat er schon gespielt. Das hab nur noch ich auf der Hand. Ich frage mich, ob er noch einen Spellstone hat. Death is eternal. My turn is not. Geh jetzt auf Nummer sicher. Ich glaube, er hat noch einen Poison Seed. Das macht mich fertig. Wenn er das spielt, hat er tatsächlich Chancen zu gewinnen. Ich hätte das mir besser merken müssen, was für Karten er auf der Hand hat. Also eine davon ist Ultimate Infestation, das ist sicher. Die andere könnte Poison Seed sein. Rechnet er gerade aus, ob er es noch gewinnen kann? Grüß dich, Maximilian. Er hat den Spellstone. Und ich habe genau darum rumgespielt. Deswegen habe ich nicht zum 10-5er gemacht. Und ein Swipe noch. Okay, die andere Karte ist Ultimate Infestation. Die andere Karte ist Ultimate Infestation. Wait. Wenn ich jetzt nicht naturalize, zieht er nicht zwei Karten extra. Es gibt nämlich, weil dann gibt es keine Minions mehr auf dem Board. Was ist jetzt wichtiger? Dass er die 7 Schaden durch den nimmt oder zwei Karten extra zieht? Ich glaube, es ist... ich gewinne das. Nehme ich jetzt mein eigenes Minion Naturalize, ne? Er müsste tot sein. Er müsste mich jetzt killen in dem Turn. Und ich denke, das war das richtige Play, das eigene Minion jetzt naturalisieren. Weil das war ja auch alleine dann 11 Damage. Statt die 7 nur. Warum ich mit Kunde nicht auf Armor gegangen bin, weil ich das Board voll machen musste, damit er seine Removals spielt. Damit ich genau dieses Match jetzt gewinne. Krasses Match. Krasses Match. Was für ein Fatigue, Alter. Fatigue 8, Fatigue 7. Puh. Das war eine schwere Geburt. Das war das Hearthstone-Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst eine positive Bewertung da und schreibt mir vor allem eure Meinung unten in die Kommentare. Falls ihr noch mehr sehen wollt, checkt einfach mal dieses oder dieses Video aus, falls ihr es noch nicht kennt. Lasst ein Follow auf Twitter, Instagram, Twitch natürlich da, wenn ihr Bock habt. Kommt auf unseren Discord oder lasst ein Abo auf diesem Kanal da, wenn ihr Bock auf weiter tägliche Hearthstone-Action habt.